Nach dem Brand in einer Ferienunterkunft für behinderte Menschen in Winzenheim im Elsass hat Frankreichs Regierungschefin Elisabeth Borne von einer schrecklichen Tragödie gesprochen. 11 junge Leute sind bei dem Feuer, das offenbar in der Nacht als Schwelbrand ausgebrochen war, ums Leben gekommen. Nicht nur die Betreiberin der Einrichtung steht unter Schock. Sie hatte den Alarm ausgelöst, als sie Hilferufe hörte. La propriétaire, vous doutez bien qu'elle était en état de choc. Donc elle n'a pas été vraiment en mesure de répondre à nos questions. Quant à la confirmité du bâtiment, ça, là aussi, ça sera l'enquête et les services de gendarmerie qui pourront à un moment donné établir ce qu'il y a lieu d'établir en la matière. Die Opfer schliefen im ersten Stock des Gebäudes. Unter den Toten sind 11 leicht geistig behinderte Menschen und ein Betreuer. Ermittlungen sollen klären, ob die Einrichtung alle Brandschutzauflagen erfüllte. Für die Angehörigen wird vor Ort psychologische Hilfe angeboten.